Nachdem wir im letzten Video uns um die Charizard V-Box gekümmert haben, kommen wir nun zu einer der, wie ich finde, noch schöneren Box. Also Charizard ist leider etwas überhyped, wie ich finde. Aber diese hier, Dark Sylveon V-Box, finde ich um einiges besser als die Glurak-Box. Und eigentlich bin ich jetzt nicht so der Feen-Pokémon-Typ. Aber hey, guckt euch mal diesen Blick hier von diesem Sylveon an. Ich feiere es einfach. Also ich finde, da haben sie was Gutes rausgehauen. Ich glaube, teile ich nicht die Meinungen vieler, aber Dark Sylveon V würde ich doch über die Charizard-Box stellen. Und wir haben, wie auch in der letzten, oder wie eigentlich in fast allen, weil die Dragapult-Box hat es leider nicht gehabt, aber dafür halt ein schönes Extra. Haben wir hier 4 Celebrations-Booster. Hier sieht man es nochmal. 4 Celebrations-Booster. Eine Oversize-Karte, die normale Promo. 2 Additional-Packs, Informationssheet und der Code. Schauen wir rein. Hier ist der Sheet. Also das Beiblatt zu Dark Sylveon, was Dark Pokémon sind. Und das könnt ihr euch gerne durchlesen und hier an der Stelle natürlich pausieren. Wenn ihr schon dabei seid, das Video zu pausieren, liked das Video gerne. Wie man es eigentlich hier immer sagt auf YouTube. Liked die Videos, wenn sie euch natürlich nur gefallen. Und kommentiert das Ganze, wie ihr die Dark Sylveon Box persönlich findet im Vergleich zu den anderen Boxen. Wir heben das Ganze mal ganz vorsichtig an. Ziehen den... Oh, da kommt sie schon raus. Die kommt ja schon entgegengeflogen. Sehr schön. Dark Sylveon V. Naja. Also die Promokarten sind bestimmt mega schwer zu graden. Weil die einfach in keiner guten Verfassung sind. Sei es das Centering, sei es die Beschaffenheit. Guckt euch mal den Bogen hier an. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Und... ja, ein Ticken Rightening hier vielleicht, aber wie gesagt, das Centering ist das, was eigentlich wirklich mit am grausamsten ist. Selbe auch hier, selbe bei der übergroßen Karte, hier und da. Naja, aber die sind ja, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Leute gibt, die diese Karten graden lassen und ob man die überhaupt graden lassen kann. Wir haben wieder Kampfstile, wie in der Glurak-Box. Unser drittes Booster von Celebrations. Unser viertes und wieder ein Darkness Ablaze. Kampfstile beginnen wir wieder damit. Gibt es auch super Karten. Also wer was anderes behauptet, der lügt. Ich finde Kampfstile hat schöne alternative Artwork-Karten zu bieten. Als auch schöne Pokémon. Aber mal gucken, ob wir mal hier was Schönes doch drin haben. Nein. Natürlich sind alle Artworks schön, keine Frage. Aber wir haben jetzt keine Rare V-Karte, alternatives Artwork oder sonstiges gezogen. Immer sehr schade, aber hey, was willst du machen? Was willst du machen? Ich sag euch, was wir machen. Wir öffnen jetzt einen Darkness Ablaze Booster und danach diese 4 Schönheiten. Oh, ich habe was gesehen. Machen wir es mal ganz langsam. Meltan. Wir haben einen übersprungen. Einen ohne Reverse. Und X-Bad! Oder Crobat V. Schön. Hier hinter ist natürlich nichts, aber... aua! Mein Mikrofon hat mich gebissen. Was fällt dir ein, du Kleiner? Unser Crobat V. Ja, schöne Farben. Centering. Ist okay, aber hier da ein bisschen kaputt. Was soll man machen? Ist jetzt so. Ich beschwere mich nicht, aus so einem Single Booster einfach mal so einen Hit zu ziehen. Gerne. Immer gerne. Allerdings bin ich auf die Hits hier drin gespannt. Es ist natürlich so, dass es bei den ganz kleinen Sets immer so sein wird, dass man halt viele Karten... oh, Palkia! Dass man viele Karten doppelt haben wird, da das Set... ich meine 25 Karten. Oh, Groudon. Wir hatten im letzten Video auch schon mal einen Groudon gezogen. Oder im vorigen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Schöne Karte. Allerdings nicht in diesem Artwork-Stil. Hohoho. Xenia. Xernias. Oh, Professors Research! Eine der, ich glaube, ja, Top, einer, wenn man die Top 5 setzen würde, würde die auf jeden Fall da mitspielen. Schwersten Karten zu ziehen. Hier, euer Code, gönnt euch.
sehr, sehr schöne Karte. Wir hatten ja auch schon mal Forschungsprofessors gezogen gehabt, aber hier ist Full Art. Uhu! Professor Eich gönnt. Mal sehen, wie gut die anderen drei Packs drauf sind. Also, das, so wie es gerade angefangen hat, so darf es natürlich auch weitergehen. Keine Frage. Hätte ich nichts gegen so ein leckeres Golden Mew. Oh, Reshiram, der nächste! Geil! Der nächste Hit. Zwei Booster, zwei Big Hits. Kann man nichts gegen sagen. Und unser Mew, wie vorher gesagt, hier euer Code. Ich bin in... hab meine Spendierhosen an. Unser Big Hit im Pack Nummer 2. Yo. Okay, das hätte man vielleicht anders machen können mit dem Logo. Aber, ja, da gibt's kein Aber. Das Japanisch, aus dem japanischen Set, das Logo sieht einfach um einiges dezenter aus, weswegen auch das ganze Kartenartwork besser rüberkommt. Hier ist es einfach nur reingeklatscht und erinnert an das McDonald's-Karten-Gedöns. Oh, Baby! Ich sag ja, die Packs sind gut drauf. Also die Sylveon-Box habe ich gut geredet und es hat's auch... Sehe ich da was oder war es nur der Code? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben ein Ho-Oh. Back-to-back Lugia. Und Donphan! Wie ich doch schon mal gesagt habe und war wieder kickt Alzheimer. Ich weiß nicht, ob es dieses Video war oder das davor. Donphan befindet sich auch in diesem Set und ihr seht Prime Donphan. Warum auch immer Donphan hier drin ist, aber es sieht einfach in diesem Artwork wunderschön aus. Und Lunala als letzte Karte. Sehr schöne Karte. Auch wenn es hier rutscht direkt aus der Folie raus. Es will gezeigt werden, merke ich. Sehr schön. Fokussiere. Jo, jo. Aber hier, das ist der silberne Rand. Wirklich sehr gut angelehnt an das japanische Kartendesign. Da haben sie ja auch oft so, dass es so silbrig ist, dass der Holo-Effekt am Rand mit ist, was wir hier nicht haben. Aber was wir hier haben, ist ein Reshiram in Normal-Holo im ersten Pack. Dahinter Lugia. Lugia, der Boy will sich gerne hier zeigen. Und Cosmog und Zacian V in der Sylveon-Box und nicht in der Zacian-Box. Aber hey, vier Packs, vier Hits, euer Code. Das lässt sich doch gerne mal sehen. Und hier nochmal als kleines Recap. Unsere Big Hits aus der Sylveon-Box. Forschungsprofessors, Reshiram, Donphan, Zacian und Crobat aus dem Darkseid Blaze Booster. Also besser hätte es fast gar nicht sein können. Oder was meint ihr? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesen Karten hier haltet. Ich finde es sehr schön hier, das Design, auch wenn es so ein bisschen, ja, wirkt übertrieben hier mit dem ganzen Sparkle, aber hey, das macht die Karte halt aus. Was haltet ihr von diesen Artwork-Designs? Was habt ihr in euren Sylveon-Boxen gezogen, wenn ihr sie ergattern konntet? Schreibt es unten in die Kommentare, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich kann mich absolut nicht beschweren. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr das zieht, was ihr ziehen wollt. Und meine Empfehlung geht auf jeden Fall raus, es sei denn, ihr wollt die Zacian-Box wegen dem super Pin hier. Ja, der begleitet mich. Ich finde mega. Dann holt euch die Zacian-Box aber als Sylveon nur bestens zu empfehlen. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Video.